Gut, Leute, kleine Planänderung. Willkommen zurück zu Payday 2 bei Kopas. Die Aufnahme abgeschmiert, da mache ich das jetzt. Hi, jo. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, wenn man hier oben mal hinguckt, in die Küche, oben, siehst du hier, wie jetzt Duke steht mit den ganzen Sachen und wenn er mal mit dem redet. Ich habe die Surface des Device analysiert. Both the Obsidian and the metals it's made from seem to be from Earth. But they were cut by tools that couldn't have existed when it was made. When I was a child, my mother used to hum this melody. Ja, wir haben hier auch alles Medaillon, wir haben hier die Boxen, zum Beispiel die ganz linke ist ja die vom Golden Grinheist, vom Dentist, die Box. Ich weiß nicht, woher wir die dritte haben, aber eine davon ist auf jeden Fall die von dem Behördengang heißt, wo wir die von Commander Garrett geklaut haben. Mark my words, it's gonna be aliens. Möglich, Duke. Aber das eine, also du meinst, dass wir brauchen, dass wir den auch stellen. Aber nur mal jetzt, wenn du mal mitkommst, ich nehme es gleich auf, aber guck mal, was hier liegt. Ah, hier, genau, stimmt. Ich nehme das mal. Ich guck mal, ob das jetzt was bringt oder nicht, aber. Ja, kannst du damit interagieren. Oh, und jetzt öffnet sich das. Teile bewegen. Ich mach das mal. Aha. Okay. Mach die anderen mal auf hier. Ich mach da mal den das andere. Ah, okay. In dem letzten war das Ding drin. Welches Ding? Guck dir mal die Form an. Da war dieses Obsidian-Teil drin. Ja. Hier, jetzt kann ich die Teile zusammentun. Oh. Ui. Okay. Hölle. What the fuck? Ja, das ist jetzt dieses Übernatürliche, was jetzt auch in Payday eingefügt wurde. So. Was ist übernatürlich? Deswegen übrigens, Duke hat auch oben. Immer. Ich nehme diese Küche. So, dann. Ah, da ist es. Es bewegt sich. Kannst du abschießen? Interessanterweise, Duke sagt ja auch dazu, wenn du mal ansprichst, dass das so ein elektromagnetisches Feld aufbaut und mit Dingen in der Umgebung quasi halt irgendwie interagiert. Der Butler bewegt sich ja komisch. Und was Duke auch sagt, dass das wohl, als er eben halt analysiert, dass wohl Obsidian und die ganzen Materialien von der Erde sind. Aber eigentlich zu der Zeit, wo das erschaffen wurde, normalerweise dass man die Materialien oder halt das Werkzeug für fehlen müsste, um sowas herzustellen. Hm. Ach, komm mal her, hier ist der Diamant. Mann, lol, stimmt. Der Diamant unter welchem Cupcake für Dinger. Aber ist mir aufgefallen, dass das existiert. Ja, cool. Gut, kann man wieder rausgehen. Lots of conflicting pieces of data in these old texts. Aha, Kotaro King Lindenhurst. Ich muss ja dann kann ich ja schon mal rausgehen, weil ich muss die nächste Mission nochmal annehmen. Haben wir jetzt in der nächsten Mission schon ein etwas Übernatürliches oder was? Ja, weiß, aber sag mal so, das sieht jedenfalls nicht normal aus, sag mal so. Ich kann ja mal kurz die Handlungen anhören. With information provided by the elephant, I have managed to find where Bane is being kept. Murky Water has many facilities, and this is one of the worst. A rundown prison they bought from the US military in the 70s, located on a small island with a lighthouse. No one pays attention to the place, as long as the lighthouse works, because the Murkies are running it through a utilities subsidiary. The prison was originally used to hold Japanese POWs after Pearl Harbor, and has been equipped with advanced medical facilities. When I was with Murky, rumor was they did some very nasty experiments there. I'm working on a plan to get you in there and extract Bane. Let's hope we're not too late. Aha, das nächste ist also die Hölleninsel. Lazarus Down oder Lazarus Down. Wir wissen also, wo Bane anscheinend ist. Der ist wohl in so einem alten Militärgefängnis in den 70ern mit einem ganz kleinen Insel mit quasi einem Lichthaus quasi. Oder was ist das deutsche Wort dafür? Was ist es nochmal? Ihr wisst schon. Was meinst du? Das, was halt an der Küste steht, was so Licht macht. Wie heißt das nochmal? Leuchtturm? Leuchtturm, genau das, was ich gesucht habe. Dass der wohl da ist und das wohl so ein altes Gefängnis ist und da wohl früher auch Atombomben, japanische Werte nach Pearl Harbor gelagert wurden und das halt wohl relativ alles ziemlich fortgeschritten deswegen ist und ja.
Also japanische POWs heißt Prisoners of War. Ja, Prisoners of War, genau. Stimmt. Aber ja. Genau, hier steht auch, betrete das Gelände Bane ausfindig machen und Bane rausholen und fliehen. Ja, und anscheinend haben die da wohl irgendwelche komischen Experimente auch gemacht. Meint wohl Locke. Ja gut, ne, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ist auf, glaube ich, ein bisschen lauter heißt, deswegen habe ich auch nur auf Chaos geholt. Laut? Mal, laut. Genau. Dann kann ich auch mir das erstmal in der Aufnahme, glaube ich, hier mein Stoic Ding holen. Was ist jetzt Chaos? Die Schwierigkeit. Ja, wer hat, ist es noch schwerer als Infamy? Infamy ist komplett anders. Infamy ist keine Schwierigkeit erstens und zweitens ist es eine Stufe über Overkill. Oh Gott. Was soll ich mal mitnehmen? Soll ich mal ins Zeug aufs. Ah komm, ich nehme glaube auch mal den Stoic mit. Oh Stoic könnte doch mal, sie ist eine ganz eigene Mechanik. Stoisch ist nämlich, wir haben keine Rüstung mehr, sondern wir haben nur Leben und das Leben wird nicht sofort abgezogen, sondern in Ticks, das eben halt zurückgebracht wird, wenn man halt quasi sich versteckt und man hat einmal so eine Flasche, die halt komplett allen Schaden einmal negiert. Das ist ein sehr interessantes Konzept, aber ein bisschen ungewohnt zu spielen. Du kannst es ja am besten erklären, wenn es dann läuft. Sagen wir richtig, mal so. Ich meine, ihr werdet sehen, was läuft, wenn es passiert, aber ich wollte mal grob erklären, worum es geht. Und das ist so basically jeder Gefängnisfilm aller Zeiten, dieser Hintergrund, ey. Jeder amerikanische Gefängnisfilm. Prison Break. Ja. Kurze... Okay, now I don't know exactly where in the prison Bane is being held, or what condition he is in, and there are murky kicks everywhere. This one's going to go loud pretty fast, yeah? You're going in through the prison sewer system that empties into the ocean. Kicks. Okay, also kurze Beschreibung von Locke. Soll ihm auch recht sein, Granatenkoffer, Munitionstasche, Arzttasche, nur mit. Aber ja, wir gehen durchs Kanalsystem. Also mein Gehör ist gerade ein bisschen geschädigt, ich habe gerade Kanackenkoffer gehört. Das hat auch gesagt. Natürlich, klar. All of this has happened before. Fuck me. Ja, keep an eye out for things that glow green. Big fire explosions, right? Raiders are the fucking wankers. Yeah, wrong movie, Alex. Die Unterhaltung gerade war halt Premium, ey. Aber ja, ich habe auch keine Ahnung, warum Hoxton so ein leichtes Déjà-vu hat. Okay. Red Cell. Wir sehen schon was. Tick, tick, tick und da. Achso, genau. Der muss dann auch. Wenn wir 4 Sekunden keinen Schaden bekommt, dann wird der Tick auch quasi regeneriert. Ja, eben, und wie ihr seht, ich hab halt keinen. Ihr seht ja, ich hab ja keine Rüstung, dafür aber halt. Sit runter, geht nice. Aua. Da muss ich gerade wieder an die LMG gewinnen. Das Lustige ist, wir haben halt eine Silence LMG, weil die bessere Accuracy hat. Don't question it, you know. Ja, dass es überhaupt eine Silence LMG gibt, ist schon lustig, aber gut. Überlebt den Hinterhalt, ja. War so klar, dass es eine Falle ist. Oh. Nein, nicht gut! Oh. Na gut, ich brauche eigentlich einen Joker, aber ich krieg grad keinen. Ja, also versucht Geiseln zu holen. Ich hole mir jetzt nicht gerade eine Geisel. Wie gesagt, ich probier's gerade, aber das kriegt keine. Oh, das ist nicht gut. Aber ich glaube, alles gut. Kann doch uns feiern. Ja, aber ich bin gerade nicht in der Nähe, deswegen. Ja, dann könnt ihr da hinrennen. Jetzt will ich nicht wieder Passivität wie beim letzten Mal. Das reißt euch die Eier ab. Oh, Bulldozer. Aber ich kann glaube nicht gerade inspirieren, ich habe Bernie schon inspirieren müssen, aber doch geht. Daniel, du kannst sehen, wie dein Inspire... Ja, ist recht. Ah, ne, hab ich nicht vergeben. Ups, sorry. Junge. Lass uns schon mal weitergehen, hier sind wir ziemlich offen. Ja, Moment, ich hol mir noch kurz einen Geisel.
Fanny, wo auch immer du bist, bleib bitte bei uns. So. Ich brauch noch eine Geisel gleich. Jupiter, ja, krass. Warte mal, die ist bestimmt wieder. Okay, wir können die auch. Okay. Nichts. Wir müssen wohl zurückgehen. Lass sie mal leben. Opa. Dann kann ich nicht, also für dich schon. Ich krieg das eigentlich schon mal easy hin. Oder auch nicht. Ja, dann, ich hab sogar zwei Geiseln gleichzeitig für dich, keine Ahnung. Na, ich seh grad nix. Ja, ich hab jetzt sogar drei Geiseln. Okay, und jetzt hat da gerade jemand eine Granate reingeschmissen. Das war ich. You serious? Alter, das ist ja ein neues Geisel-Killing in Deluxe, Alter, ey. Ich hab da drei Geiseln, Benny. Schmeiß gerade Auto rein. Oh, ich hab eine Ersatz. Nimm den Kopf mit zur Arbeit, was ist das für ein Ding? Das ist, wenn du genug Cops konvertiert hast, dann kriegst du ein Achievement. Das musst du zum Glück auch nicht selber machen. Ja, das Achievement gekriegt. Ja, ach, echt? Dieser Fisch, ey. Ja, wir wissen das schon, Lok, aber wir können gerade nicht. Was ist wohl los bei uns? Ah, Locke in der Sorge haben wir das Gebiet von Feinden gereinigt haben, Digga. Willst du mich auf den Namen nehmen? Oh, wird ein lustiger Abend, glaube ich. Ach komm, Granate! Granate! Der Granatwerfer regelt, komm, bumm hier! Auf die Fresse, ihr Lutscher! Sind viele, viele Leute. Viele, viele bunte Leute. Ah, ich habe das Ding gefunden. Weil ich mich mal hier bewege. Man muss auch was machen, damit man hier weiterkommt. Ja, das Problem ist ein bisschen zu locker irgendwo. Ein paar Leute durchkämpfen. Da geht für jedes Mal neuer Polizeivorstoß los, ey. Oh, zwei Thermite. Oh Mann, dann krieg ich nochmal einen. Wo sind die? Unten? Ja, ganz unten. Ja, okay. Aber ich mach das schon. Ich glaube, ich muss jeder von uns aber trotzdem einen nehmen, oder nicht? Nö, nö, ich krieg jetzt das Fenster auf, die zwei. Okay. Komm, so ist es zurück, da kann man eigentlich easy durchgehen. Ja, schon recht. Ich bin nicht so viel Angst haben. Weil ich schon einmal gestorben bin, wurde da umgefallen, wenn man halt schon ein bisschen suboptimal, aber naja, passiert. Das Nachladen in der Zeit. Alter, wie viel Techno willst du haben? Ja. Ja. Erstmal verschlucken, heiß. So, jetzt könnt ihr durch. Aua. 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 Das war's. Wir müssen eine Zelle finden. Okay. Ja. Wir werden mit Sicherheitskameras finden. Okay. Ah, jetzt so. Warte mal, wo sind die Sicherheitskameras? Ich nehme auch. Okay. Krass. Aua, jetzt können die Kamera gucken. Der ist im zweiten Stock. Also ja, genau kann man ihn aber natürlich nicht erkennen. Ja. Wir haben ihn doch schon gefunden. Ah, hier, warte mal, ich weiß, was zu tun ist. Yes. Welche Zelle ist das? Zelle, oh man, 0... Ey, das ist so schwierig zu lesen. 040... Das ist echt scheiße. Lass uns mal eben reinschauen. Wir müssen halt die Zahl wissen, dann kann ich die Zahl hier eingeben, um die Zelle zu öffnen. Ich kann... Oh, Bulldozer drin. Hab ihn. Schild drin.
Ja, könnt ihr die Zahl vor Banes Zelle erkennen? Ja, wenn ja. Ich versuch's gerade, aber ich werde die ganze Zeit angeschossen. Das ist echt mega scheiße, ne? Warte, warte! Ich mach das schon. Ich kümmere dich um die Leute, ich kann das besser. Okay. Ich bin einmal gut. Ich bin einmal gut. Ja, wenn ihr dann, ja, fünf die normal raus. Wenn du das schaffst, dann. Ja. Dann freuen wir uns. Ah, mir fehlt. Nee, mir fehlt keiner. Dir fehlt einer, okay. Wieso? Gebt ihn wieder raus! Ja, weil du angeschossen wirst. Ja, kümmert euch drum! Das ist einfacher als es aussieht, Mann! Kümmert euch drum, als ob es super easy wäre. Oh Gott, ich hab's fast! Schieß mich nicht an, du Pfosten. Ja, dann ich versuche einen anzuschwächen, dass ich ihn als Geisel nehmen kann. Ja, ich habe meine Schilden da unten oder draußen gemacht. So. Der könnte ja ganz gut sein. Ja, der ist ganz gut. 0-4. Ja, 040 habe ich auch schon beendet. Ich muss nur die letzte Zahl wissen. Ah, Oberleutnant. Aha. Oberleutnant? Ja, weil wir die Errungenschaften bekommen haben. Ich glaube wegen 300 Geiseln. Ja, von da kann man es nicht lesen, Bernie. Ich gebe eine Vermutung ein. Dauert mir zu lange. Ich hab's! Ja. Ich hab's! Und zwar? Es ist 04, das ja. 7, das ist 6, das ist 6. Okay. 7, es ist 048 ist es. 0408. Nein, es ist nicht 0408. Es ist 0408. Danny, er ist nicht 0408. Du nimmst einfach die Zelle direkt neben dem, was du als letztes sehen kannst, aber da ist er nicht. Das ist 0409, ich darf schneiden. Stimmt das? Ja, Benny ist. Er ist doch nicht direkt in der Zelle daneben. Er ist zwei Zellen weiter. Außerdem, wenn du. Okay, über die Kameras kann man nicht mehr schauen. Aber gut. Alter, hier ist aber. Wenn's. Keine Ahnung, ob Zwicklund war oder wer das hier gemacht hat, der ist derjenige, der wusste, macht das dieser Voll-Techno-Gang, ey. Mhm. Sagen wir mal so, 20 Sekunden wissen wir, ob ich richtig lag oder nicht. Wenn ja, dann super. Wenn ich nicht geht, dann geht das Licht dann. Genau. Wenn ich falsch lag, dann machen wir die 08 und dann passt das. Hast du aus dem kleinen Mini-Granatwerfer bei, Cooper? Klar, wir haben dieselben Bild da nicht. Ja, wie gesagt, kannst ab und zu mal nutzen, mal mir auch gerade ab und zu die Kamera einballern. Ja, also der Granatwerfer was für Schilde. Siehst ja. du? Das war 0409. So, komm mit Jungs, rennt. Jo, ich schlag grad nach, Moment. Okay. Nicht nur für Schilde, du kannst es auch für Bulldozer nutzen, um das Schild zu brechen. Oder einfach mal eine Crowd aufzulöschen. Aber es ist halt so am besten für Schilder gedacht, ne? Okay, hier sind ganz viele Leichen. Das war eher jetzt concernen. Lol, das war halt wirklich Bane, wo das gemacht hat. The fuck? Ja, wer soll denn sonst hier die ganze Zeit. Oh, locker! Oh, ja, da. Danny, kannst du den Drill verbessern? Wo ist er? Also, Junge! Danny, bitte. Schau und dann frag. Nicht andersrum. Er hat 40 Sekunden noch drauf. Nach meiner Verbesserung sind es noch. 26. Ich glaube, ich gehöre in so eine Stresspusten, wenn ich diese Frage nochmal höre. Ja, besonders weil er fragt es und eine Sekunde später sieht er es dann.
So, hier ist ein Security-Raum, aber da kommen wir anscheinend nicht rein. Joker! Mist! Ein Schuss hat gefehlt, ach komm! Was ist denn hier? Nichts. War es der falsche Raum? Apparently. Anscheinend? Hier müssen wir uns. Hier brauchen wir den Schlüsselanhänger zum Aufmachen. Bitte deinen Schlüsselanhänger. Wir wollen also. Wir mussten diesen Raum aufmachen, da war eigentlich ein. Ja, wir brauchen halt wie gesagt den Schlüsselanhänger. Ja, dann ist das jetzt. Ich mal gesagt. Ah, ich hab ihn, hier liegt der Schlüssel. Der lag okay. Auf dem Boden, wir Trottel. Gut. Oh, fick dich, du Hure, ey. Lol, Daniel, schau mal. Der Typ hat mir die Müllein aus dem Kopf. Oh, ne. Oh, shit. Schieß drauf! Schrei, nachladen, Frapp! Das ist Jared. Wie viel Leben das Ding hat, ey. Okay, ich seh schon. Was, da seid ihr oben? Ja. Okay, ich kann einfach durch draufgeschissen. Oh. Ich lauf da vorbei. Ich krieg dich doch in dieses Ding. Okay. Oh, guck mal, hier ist ein. Na, hier ist ein elektrischer Stuhl. Ich setz mich drauf. Ich setz mich drauf. Ja, mach ruhig. Daniel, kannst du hier die Tür öffnen? Ja. Aua. Aua. Gut mal ins Bayern. Ich muss das machen, immer noch. Wir glauben an dich. Schlüssel reinmachen, voll krass. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Aber jetzt gehen wir durch. Ja, da muss man noch einen Powerhebel drücken. Ah, da ist er. Hi, Ben. Ja. Und umgefallen. Hey, hey, Lock. Ah, Lock. Kein Zurück mehr. Na dann, let's go. Wohin? Aus diesem Bukaken Place. Ja, wir müssen jetzt halt, ne, wir müssen den beiden helfen halt, deswegen. Wir können eh nicht ohne die abhauen. Schule. Aber wir sind gerade keine im Lock, also. Ja, deswegen bewegt er sich auch noch. Alles gut. Ne, Alter, die KI. Die KI. Ne, wir müssen Ich mach das schon. Ne, mach das schon. Okay, wo uns C4? Oder nee. Schloss. Ich mach schon, ich mach schon. Verteidig dir ein bisschen die Wunden beide. Mhm. Ja, als du meintest, dass du was machst, warst du von uns dreien sogar am weitesten weg davon. Ja, ich meine, das ist echt schon die Aufnahme ganz nett, deswegen meinte ich ja. So, das müsste gewesen sein. Na, es muss erledigen, ist halt ziemlich. Rip. Nein, Leute. Okay. Hätte vielleicht die Heal-Tasche mitnehmen sollen. Besonders bei Berdy. So. Yeah, we know, we know. Oh, ich habe keine Bugs mehr. Was? Also keine Typen mehr. Oh wow, ich hab mich jetzt schon gegeben. Fahrt, dass ihr ins Ziel kommt. Das ist das Wichtigste. Nein. Ja. Wenn ich Arschloch sein darf, dann mal richtig. Toll. Ich hab mich für euch geopfert. Ist das so? Oh, that's not good. Warum? Hier sind gerade ganz schön viele Leute. Das meinte ich mit that's not good.
Oh Gott, ist ein Bulldozer. Oh no, oh no, oh no. Wo bist du eigentlich? Ja, ich saubere das Helipad. Achso. Chop, chop, indeed, ey. Oh, lalalalalala. Warum geht er da jetzt runter, Kindchen? Ach, du. Du willst mich doch leiden. Alright, Control Box ist set. Ja. Genau wie die von Shrek befahren. Das Problem ist, es sind ganz schön viele Leute unterwegs. Ja. Und der Sniper da hinten ist ein Problem. Ja, easy mit der LMG ein Headshot geben. Let's go! Herr Doktor, let's go! So. Muss mal nachladen in Ruhe. Stirb, du Fotze! Bra! So. Okay. Daniel scheint viel Kapital zu entsorgen. So, 3, 2, 1 haben wir den Hack und dann. Ah, hier ist das Control Panel, ne? Ja, okay. Okay, komm, renn, Daniel, wir haben nur noch 20 Sekunden, ne? Wo? Ah, okay, da. Boah! Ja, okay. Okay. Ja, also ich wusste dann auch schnell wo, aber ich sag mal so, ich wusste gar nicht, wie ich denke, oh. Nein, Local Bane! Wo sind sie? Das gibt's doch nicht! Wir müssen da also viel schneller sein, ey, wow. Soll ich mal eben da eine Pause machen? Wir sehen uns gleich dann da im Finalpunkt kurz wieder. Okay, wenn du willst, kannst du es machen. Ja, dann ich glaube, ich kann ja kurz die Ofen pausieren, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. So, Leute. Kurz wieder reintappen, weiter geht's, würde ich sagen, mit der Aufnahme. Oh, erstmal auf Lock schießen läuft bei mir. Oh, was gemutet anscheinend, von dem hört man dabei nichts mehr. Aber gut, machen wir trotzdem weiter so, easy, kein Problem. Bevor wieder ein paar Elite-Units, okay, passt. Aber ja, wir sind beim Escape und wisst ja, das große Problem ist eher das, ja. Die Zeit hier, wie wir inzwischen wissen. Ganz gefühlt hier schon warten, Bernie. Dann müssen wir es nämlich gleich da machen. Da war ein Turm. Ja. Bin schon da? Ja, ja. Du musst dann einfach den Hebel drücken. Hallo? Hallo? Ich hab die ganze Zeit geredet, aber es mir nicht mehr gehört. Ja. Hebel ist gedrückt! Okay, warte. Okay, wir müssen ihn noch verteidigen, ja. Also, was ich die ganze Zeit gesagt habe, war, die Leiche, die Bane da getötet hat, war ein Kento. Aha. Ein Pento? Kento! Und was war das nochmal? Kento waren halt die von dieser Geheimorganisation. Ah. Aber ja, also Leute, auch was ihr noch nicht wusstet, was man in der Aufnahme vielleicht so im Hintergrund hören konnte, ist halt die Sache, dass, ja, The Dentist uns betrogen hat. Und zwar hat er den Leuten von Nerdwater verraten, dass wir da unten kommen, hat schon von Ratten in den Sewers gesprochen, um den Hinterhalt vorzubereiten. Und deswegen, also der Dentist hat uns offiziell verarscht. Und er hat über den ganzen Heist, wo wir in der Facility waren, die ganze Zeit Voice Lines halt gesprochen und so. Und hat gesagt, so, wir können Bane mitnehmen, ist ihm doch egal und ja, viel Spaß und sowas und haha. Und so, und ich habe mir halt ein paar Voice Lines von denen nochmal angehört und so, weil es ziemlich schwierig ist, ihn zu verstehen über das ganze Geballere. Deswegen. Aber ja, ist halt offiziell. Das ist der Dentist, uns verarscht hat.
No, 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 no. Wenn ist der Boden. Kennt das? Ja, dann fest. Ja. Also meine so, if you can take a Bane away from here, he's all yours. Komm nicht auf! Ach, Bane. Ich hab gerade auf Lock geschossen. Ups. Hab ich auch schon gemacht. Ah, da war dein Mikro anscheinend gerade vorhin weg. Belastend, aber gut, weil zum Glück war, hab ich's dann gemerkt, ja, dass ich auch... Ich war ja nicht so lange weg und es war irgendwas mit Discord, es war nicht mein Mikro. Ich muss einfach kurz aus dem Channel raus und wieder rein, dann zieht klappt. Boah, da leckt's kurz. Ich hab schon. Habt ihr Controlbox? Ja, Minute. Ja, aber es wird wieder knapp. Das ist trotzdem mein Spiel, wo nicht so vertragen ist. Das ruckelt gerade ein bisschen rum. In 40 Sekunden ist weg, das wird wieder super knapp. Ich hab keine Muni. Okay. Auf drüber. Du hast auch nicht Waffen, die sehr viel Muni haben, Bernie. Wechsel deine Waffe. Oh. Oder auch nicht, anscheinend. 7 Sekunden noch. Deswegen, Bernie. Ja, deine Waffe ist ziemlich ungeeignet für lauter Heiß. Das ist auch. Jeder normale Spieler hat für einen anderen Bild eine andere Waffe. Weil manche Waffen machen für laut sind, manche Waffen machen für leise sind. Durch den Block und Bane, let's go. Ah, okay. Ein so, diesmal schafft er es, oder? Ah, ist auch jetzt stehen bleibt. Hier, ihr müsst bei Daniel nicht zum Heli gehen, sondern hier den Decken. So. So, Benny, wo bist du? Der ist im Dorf. Achso, okay. Rein. Ja, alles gut. Alles gut, sehr schön. Well done, friends. Ja. Well done. We got our man back. Bane is home. But well, the Mookies have done something to him. I've got some professionals looking at him right now. And they say it's some kind of virus. Maybe manufactured. Dies. Our bloody luck is going to be mad. I'll make this Kataru pay for sure. Okay. Also anscheinend haben die dem irgendein Virus oder so verpasst. Und wir haben schon gehört, wenn der da stirbt, dann hat Locke eine andere Stimmung drauf. Ja, die habt ja im Heist gesehen, wie Bane aussah. Also die haben halt wirklich alles mit ihm wahrscheinlich gemacht und komplett daneben herum experimentiert, gefoltert und so weiter. Aber jetzt gut. Hat er noch ein Virus infiziert bekommen, Jesus Christ. Aber gut, ne? Wie es damit weitergeht und ja, was da auf uns zukommt, sehen wir am